Frau Hertwig, Herr Busian, herzlich willkommen. Wir reden mal wieder über Regulierung. Und man muss ja sagen, die Regulierung ist bisher relativ zäh in Gang gekommen. Bisher wurden nur eine Handvoll KVG überhaupt registriert. Letzte Woche ist das erste neue Produkt auf den Markt gekommen, aber insgesamt ist es doch sehr zäh. Worauf ist das zurückzuführen nach Ihrer Ansicht? Ist das mehr ein Versäumnis der Initiatoren, dass sie sich zu spät gekümmert haben, oder liegt es an der BaFin, die einfach zu langsam arbeitet? Nein, es hat uns auch überrascht und die Erwartungshaltung, wie wir heute Morgen gehört haben, war von allen auch eine andere, dass nämlich der Prozess sehr viel schneller in Gang geht und alle praktisch in den Startlöchern stehen. Das ist nicht der Fall. Wir haben 6 registrierte und oder 6 lizenzierte und auch erst 21 Anträge bei der BaFin, was sehr wenig ist. Ich glaube, viele Häuser haben sich sehr spät mit der Materie beschäftigt und auch lange gebraucht, um zu entscheiden, Registrierung, Lizenzierung. Vielfach ist es eben auch die Frage der internen Konzernstruktur. Wie weit wollen die Gesellschafter transparent sich zeigen der BaFin gegenüber? Da gibt es Fragestellungen, die vorab zu klären sind. Das sind auch Fragen, die von der BaFin vielfach dann an die Lizenzanträge gestellt worden sind. Wir glauben, dass die Entscheidung, auch eine neue KVG oder eben das alte Haus als KVG umzuwandeln, vielfach eine Rolle gespielt hat. Wir würden immer empfehlen, eine neue KVG aufzusetzen, um das einfacher an der Stelle zu machen. Das sind so im Prinzip die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Woran das genau liegt, können wir auch nicht final sagen, weil zum Lizenzierungsprozess als solches gibt es eigentlich wenig besondere Herausforderungen. Aber es klingt doch eher so, als ob die Initiatoren geschlafen hätten, nicht die BaFin. Ja, also ich schließe mich Frau Hertwig natürlich an. Allerdings muss man hier ein bisschen präzisieren, dass natürlich auch im Anschluss an das, was auch Herr Romba gesagt hat, ein Mentalitätswandel auch stattfinden muss bei den Initiatoren. Das ist weniger schlafen, sondern vielmehr die Entscheidungsfindung ist manchmal noch nicht abgeschlossen. Und zwar derart, dass man sagt, ich bin kein Eigenkapitalplatzierer, sondern ich bin Asset Manager mit Strukturierungsverantwortung über die gesamte Laufzeit. Dieses Bewusstsein, dass man sich verhaftet für diese gesamte Laufzeit, ist natürlich etwas, das auch einen gewissen Sprung von den Initiatoren fordert. Und ich kann auch verstehen, dass einige hier den Prozess noch nicht abgeschlossen haben, sich endgültig zu positionieren. Woran liegt es insbesondere? Was ist da die Herausforderung eigentlich, wo es scheitert? Können Sie das sagen, dass es da so ein paar Punkte gibt, welche besonders schwierig sind für die Häuser? Ja, also letztendlich organisatorisch ist natürlich das Thema, das Thema Risikomanagement immer mehr in den Fokus kommt. Sie können nahezu alle Aspekte, die für die Lizenzierung relevant sind, im Antrag gut darstellen. Das Thema Risikomanagement und internes Kontrollsystem ist eigentlich etwas, das den lebendigen Betrieb darstellt. Hier ist es auch schon so, dass die BaFin bei ersten Fällen auch schon vor Ort sich die Funktionalitäten anschauen wollte. Das heißt, die Reportings und die einzelnen Kennzahlen, die dann eben später im laufenden Betrieb generiert werden. Das heißt, wenn man hierzu nicht bereit ist, eine Struktur, die zumindest vorher besteht, noch ein bisschen an die BaFin-Strukturen anzupassen und hier eine der BaFin auch diesen Betrieb nahe bringen zu können, dann hat man hier den großen Knackpunkt, den man, glaube ich, nicht durch eine bessere Geschäftsführerkompetenz oder mal Eigenkapital ausgleichen kann. Jetzt ist ja der erste Fonds auf dem Markt der neuen Generation seit letzten Donnerstag, glaube ich. Ist damit zu rechnen, dass der Knoten damit jetzt platzt, auch was die Produkte angeht endlich, oder wird das noch dauern, bis wirklich eine breitere Anzahl an Produkten auf dem Markt ist? Also bisher war ja ein ganz wesentlicher Knackpunkt, weswegen die AEFs noch nicht in der Vertriebsanzeige so vermehrt an die BaFin gerichtet worden sind, die Vergütungsstruktur in den Anlagebedingungen. Dort ist die große Diskussion, und das ist natürlich ein Kernthema für alle Häuser, Ausgabeaufschlag, wo packe ich die Weichkosten hin, welche sind die Bemessungsgrößen für meine Kostenstruktur. Das ist sehr kontrovers diskutiert worden, auch vom BSI mit der BaFin. An der Stelle gibt es immer noch keine einheitliche Meinung, auch von Seiten der BaFin nicht. Die genehmigten Anlagebedingungen, auch die von dem Fonds, von dem Sie jetzt eben sprachen, weichen in ihren Vergütungsstrukturen voneinander ab. Begrüßenswert wäre es, wenn die Branche relativ frei wäre in der Gestaltung der Vergütungsstrukturen, weil das dann auch die Flexibilität ermöglicht. Das bleibt abzuwarten. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt.
Und ich glaube, ein zweiter wesentlicher Punkt ist natürlich das Thema 34F-Vermittlung und die Diskussion um die 34F-Vermittler. Darf man während des Lizenzierungsantrages 34F-Vermittler einschalten? Können registrierte KVGs auf 34F-Vermittler zurückgreifen? Das ist kontrovers diskutiert worden und von der BaFin auch klar anders gesehen als von der Branche. Und wenn das geklärt ist, das Thema, dann glaube ich, wird es auch schnell gehen. Wir kennen von ganz vielen Mandanten, dass die im ersten Halbjahr 2014 Produkte auf den Markt bringen wollen. Wie ist denn der Stand der Dinge beim 34F? Damit hat die BaFin ja eigentlich gar nichts zu tun. Naja, also so würde ich das nicht sagen, dass die BaFin da nichts mit zu tun hat, sondern die BaFin muss ja den Vertrieb schon akzeptieren an der Stelle. Die BaFin sagt ganz klar, nein, die Gesetzesänderung und damit auch die Änderung im KWG ist nicht ein redaktionelles Versehen, sondern ist bewusst so gewählt aus dem Anlegerschutzgedanken heraus. Das ist widersprüchlich in sich. Willst du das ergänzen, Aykut? Letztendlich, die Vermittler sind ja hier im Feuer. Und zwar würden Sie im Zweifel unerlaubtes KWG-Geschäft betreiben nach 32, also Sie brauchen eine 32er Lizenz. Insofern, das wäre der Knackpunkt, bei dem die BaFin eingreifen könnte. Sie kann also nicht eingreifen bei der Vermittlung selbst, sondern später bei dem Tatbestand des einzelnen Vermittlers, der letztendlich dann gegen die Obliegenheit verstößt, nur solche Produkte vermitteln zu können, die von der Ausnahmevorschrift im KWG gedeckt sind, weil das KWG ja leider auf die Gewerbeordnung verweist und nicht umgekehrt. Nun hatten Sie ja letztes Jahr auch mal gesagt, es können so kleine Unternehmen auch durchaus diese Hürde nehmen der Regulierung. Sagten Sie gerade schon, Risikomanagement ist eine Herausforderung, Vertriebskanäle sind Herausforderung, weil der freie Vertrieb ja gerade für die kleineren Häuser meistens eine größere Relevanz hat. Würden Sie das weiterhin sagen, dass auch kleine Initiatoren die Regulierungsanforderungen erfüllen können? Ja, schauen Sie mal an, wer bisher lizenziert ist und wer auch als registriertes Unternehmen auftritt. Das sind ja nicht alles börsennotierte Unternehmen. Der Markt hat es auch schon, glaube ich, teilweise akzeptiert. Das Thema ist, was Frau Heidwig auch angedeutet hat, ist, der Vertrieb ist eher das entscheidende Thema. Wenn ich mein Produkt nicht vertreiben kann, brauche ich mir über Risikomanagement keine Gedanken zu machen. Also es ist wirklich ein Hemmnis, das auf regulatorischer Ebene kommt, der eigentlich unsere Meinung zwar nicht ändert, aber jetzt in das große Stoppschild beinhaltet und sagt, naja, eigentlich könntest du reinwachsen, aber du musst einen Vertrieb irgendwie anders strukturieren können, sofern das Thema nicht gelöst wird. Das ist also noch eine ganz wesentliche Frage, die auch noch offen ist. Eine zweite Frage ist ja, dass auf europäischer Ebene sich 6 Monate, nachdem das Gesetz nun in Kraft ist, sich die Europäische Kommission und die ESMA, die Wertpapieraufsicht, darüber streiten, wann ein Fonds eigentlich als geschlossen und wann als offen einzustufen ist. Und demnach sind nach Willen der EU-Kommission nur Fonds geschlossenen Typs, die überhaupt gar keine Rückgabe- oder Kündigungsmöglichkeiten vorsehen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Ist das eigentlich schon endgültig oder kommen da noch Veränderungen? Also gegenwärtig will die Kommission sich ja dieser Meinung der ESMA anschließen. So wird also diese Definition Rechtskraft haben. Das wird auch im nächsten AIFM oder KGB-Umsetzungsgesetz entsprechend geändert werden, weil bisher ja schon eine Formulierung im KGB ist, die eben nicht EU-konform gegenwärtig ist. Also hier scheinen sich die Wogen glättet zu haben. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, es ist eine sehr restriktive Auslegung, die letztendlich nahezu alle Produktvarianten, die jetzt auch zeitraumbezogene Rückgabe zu gewissen Zeitpunkten, wie man es auch bei Versicherungen beispielsweise kennt, bei der Aussteuerversicherung, alle pauschal dem Thema der offenen Fonds zuordnet. Weil man auch sagen muss, ist vielleicht auch eine Chance, weil letztendlich, auch wenn man offen ist, ist das Liquiditätsmanagement nicht so kompliziert bei einem Produkt, das zu festen Zeitpunkten Rückgaberechte gewährt, wie bei einem klassischen Wertpapierfonds, bei dem es jederzeit der Fall sein muss. Das heißt ja aber auch, dass künftige geschlossene Fonds eben keine Kündigungsmöglichkeiten mehr vorsehen dürfen und damit darauf angewiesen sind, dass die Anleger über den Verkauf des Fondsanteils den Fonds unter Umständen verlassen können, also Thema Fungibilität. Führt das denn dazu, dass vielleicht Aktiengesellschaften, also Investment-AGs, mehr in den Fokus rücken, auch der Initiatoren, weil ja Aktien doch fungibler sind als Kommanditanteile? Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es hat sich dadurch eigentlich nicht wesentlich was geändert, denn auch in allen herkömmlichen geschlossenen Fondsmodellen gab es im Gesellschaftsvertrag zwar häufig
Kündigungsrechte, aber erst nach einer langen Zeit auf einen bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, die Fungibilität der Anteile war für den Anleger auch nicht wirklich da. Höchstens eben über die Zweitmarktplattformen, wie die ja schon mal einen sehr lebendigen Handel zu verzeichnen hatten. Darüber wird sich die Fungibilität regeln lassen können, weniger über Investment-AGs oder KGs, weil ich sag mal, die Rückgabemöglichkeiten gibt es nicht, aber auch die Veräußerungsmöglichkeiten, die Übergabemöglichkeiten sind an der Stelle ähnlich gelagert. Okay, nun gibt es ja, wie gesagt, jede Menge Fragezeichen noch und Herausforderungen in Sachen Regulierung. Die BaFin hat ja doch erstaunlich viel Spielraum gelassen, um auch außerhalb des KAGB Beteiligungsangebote zu konzipieren und zu strukturieren. Da scheint sich ja unter Umständen tatsächlich ein relevanter Markt zumindest für eine Übergangszeit entwickeln zu können. Glauben Sie, dass das wirklich an Substanz gewinnt oder ist das allenfalls eine Randerscheinung? Jetzt operative KGs zu machen, Namensschuldverschreibungen etc., die eben nicht unter das KAGB fallen. Ja, ich glaube, das war ein zartes Pflänzchen und ein Versuch. Aber Herr Pohr hat es ja heute Morgen auch nochmal deutlich gesagt. Wir müssen eine ganz klare Abgrenzung finden zwischen kollektiver Vermögensanlage und operativem Geschäft, damit eben diese Zwischentöne an der Stelle nicht möglich sind. Und von daher glauben wir, dass sich das nicht weiter verbreiten wird. Das Procon tut ein Übriges. Wir warten mal ab, wie das Änderungsgesetz ausfallen wird und ob Genussrechte dann auch, ich sag mal, unter das KAGB fallen. Nein, wir glauben nicht, dass dauerhaft, ich sag mal, Produkte neben dem KAGB, wenn es sich um gemeinsame Organismen handelt, Bestand haben werden. Okay, vielleicht abschließend noch eine ganz andere Frage zum IDW bzw. zu der Prospektprüfung. Da hat ja das IDW, das Institut der Wirtschaftsprüfer, einen Entwurf veröffentlicht für einen neuen Standard für diese Prüfungen. Und danach fällt also die Prüfung der Richtigkeit der Angaben im Prospekt aus dem Prüfungsumfang heraus. Es wird nur noch geprüft auf die Vollständigkeit, Angemessenheit und Klarheit. Das sind ja nur aber gerade die Punkte, die auch schon die BaFin prüft. Wozu braucht man dann noch ein WP-Gutachten für den Fonds? Ja, das möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner fassen. Die IDW S4, so wie sie jetzt im Entwurf vorliegt, im Entwurf erstmal, ist wenig geglückt, weil sie die Begrifflichkeiten des KAGBs nicht vollständig mit aufnimmt, weil sie an den herkömmlichen Strukturen festhält, weil sie das WAI als wesentliches auch Blatt der Vertriebsanzeige nicht mit einbezieht. Es wird Prospektprüfungen auch zukünftig geben. Ich glaube, dass die IDW RS4 nochmal deutlich geändert wird und der BSI ist jetzt im Gespräch mit dem Arbeitskreis vom IDW, um dort an der Stelle die Prospektprüfung anders aufzubauen und zu gestalten. Und von daher ist, glaube ich, hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Okay, warten wir es mal ab. Es bleiben also jede Menge offene Fragen noch und viel Arbeit für die Wirtschaftsprüfer, aber auch für die Initiatoren. Frau Hertwig, Herr Busian, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne.